Ich habe die letzten Seiten des Buchs mit den anderen Aufzeichnungen verglichen. Es ist Ekbar Lan. Das muss es sein. Lady Sidney Wolverstones Expedition führte sie nach Süden. Nach Ekbar Lan. Ich war mal in Ekbar Lan. Ich kenne den Weg. Ekbar Lan wurde erst in den 90ern richtig erforscht. Aber wir wissen sehr wenig darüber. Forscher streiten sich sogar darum, wie viel historisch korrektes Wissen wir über die Tolteken haben und wie viel aztekische Legende ist. Warum fahren wir dann nach Ekbar Lan und nicht nach Tula? In Wolverstones Buch heißt es natürlich nicht Ekbar Lan, aber sie beschreibt es als einen großen Gebäudekomplex mit vielleicht 20 oder mehr Gebäuden und einem großen ovalen Palast. Und Achtung, drei Statuen, wie ich sie auch anderswo fand. Drei? Es waren aber ziemlich sicher nur zwei. Und das ist nicht alles. Sie schreibt, die dritte größte Statue aus dem Stein, der mir so vertraut geworden ist, lag im Süden des Komplexes, kaum sichtbar, im peitschenden Regen. Dann fahren wir, bevor der Regen aufhört. Hat Spaß gemacht. Aber irgendwie hätte es am Ende noch einen Schatz geben müssen. Bueno, vielleicht... Waren der Schatz die Freunde, die wir gefunden haben? Das hast du gesagt. Dann war's das? Eine Sache noch. Dem Buch zufolge nahm Wolverstone eine Jadestatue von hier mit, hat sie aber mit einer Springflut verloren. Vielleicht finde ich raus, wo das war. Ich rufe dich an, sobald ich was weiß. Jetzt bin ich neugierig. Ruf an, ja?